Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ich habe gesehen, manche von euch wünschen sich Tipps zu Apex Legends. Ja, da bin ich doch viel zu klicksüchtig, damit ich die Chancen nicht mitnehme. Mir geht's in diesem Video allerdings nicht darum, euch einfach nur random irgendwelche Tipps vor den Kopf zu knallen. Nein, heute soll's darum gehen, für euch den Grundstein zu setzen, dass ihr ein solides, vernünftiges Gameplay habt für Apex Legends, auf dem ihr dann später aufbauen könnt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich habe gehört, der Algorithmus freut sich auch über Kommentare. Da geht's auch bestimmt nicht darum, dass ich Klicks will. Also schreibt mir euer Lieblingsmittagessen, damit ich endlich reich über YouTube werden kann. So, jetzt starten wir rein. In Liebe, euer Clemens. Okay, also die erste Sache, die wir machen, schon bevor wir überhaupt spielen, ist, wir gucken uns die Steuerung an. Apex Legends hat von vornherein eine gut ausgeklügelte Steuerung. Allerdings kann man hier und da immer noch ein paar Sachen verbessern. Zu den Tasten, die wir jetzt besprechen, es ist nicht wichtig, dass ihr das genauso macht wie ich, sondern dass ihr für euch die beste Arbeitsweise findet. Okay? Also, das erste, worüber wir reden, ist Mausbeschleunigung. Mausbeschleunigung sollte immer ausbleiben. Wer Mausbeschleunigung nicht kennt, je schneller ihr eure Maus auf eurem Mauspad bewegt, desto weiter wird die Distanz, die die Maus zurücklegt. Also, desto schneller flitzt sie über den Bildschirm. Leider kann sich das menschliche Gehirn exponentiellen Wachstum, Zauberwort, habe ich extra gelernt, ja, exponentiellen Wachstum nicht merken. Also wir können uns diese beschleunigte Mausbewegung nicht einprägen. Darum Mausbeschleunigung grundsätzlich bei Shootern immer auslassen. Dann, der nächste Punkt auf unserer Liste ist dieses kleine Arschloch hier. Das Mausrad. Man kann über das Mausrad die Waffen wechseln. Allerdings ist das Rad viel zu rutschig. Außerdem ist da der Ping drauf und so weiter. Zweitens rotiert das bei mir immer bis nach Polen. Das ist so ein bisschen Glück, welche Waffe ich dann in der Hand habe. Wenn ihr Waffen wechseln möchtet, dann macht das mit den Zahlentasten hier auf dem Keyboard. 1, 2, 3, 4, Bums. Apex Legends hat das geschickter gemacht mit dem nur runterscrollen. Das ist mir schon klar. Trotzdem ist es strategischer, das Mausrad freizulassen oder stattdessen eine Taste draufzusetzen, wo ihr dann mit einem Tastendruck die Waffe wechselt. Das zweite ist der Nahkampf. Wenn ihr mal auf euer Keyboard guckt, der Nahkampf ist bei Apex Legends standardmäßig auf V. Jetzt seht ihr schon das Problem. WASD sind eure Steuerungstasten und damit ihr V drücken könnt, müsst ihr von eurer Steuerung quasi runter. In der Zeit könnt ihr euch nicht bewegen. Außerdem ist V schwer zu treffen. Darum habe ich bei mir den Nahkampf auf die Alt-Taste gelegt. Weil so könnt ihr immer noch WASD benutzen und quasi mit dem Daumen dann die Alt-Taste für den Nahkampf drücken. Bei V müsstet ihr, wie gesagt, von WASD runter, bleibt in der Zeit stehen, V schwerer zu treffen. Alt könnt ihr jederzeit mit dem Daumen drücken. So, jetzt kommen noch ein paar rein optionale Sachen, das könnt ihr absolut freie Hand halten. Das ist jetzt einfach nur mein Geschmack, was dazu zählt, ja. Ich habe bei mir, wie ihr hier seht, meine ultimative Fähigkeit statt Nahkampf eben auf V gesetzt, weil Y einfach für mich zu anstrengend ist. Ich mache das immer mit Zeigefinger, brich mir immer die Hand. Anders als beim Nahkampf kann ich meine Ulti ruhig auf V lassen, weil man für Ultis in der Regel ein bisschen Zeit hat und nicht mitten im Gauge irgendwie mitten rein kloppen oder sonst irgendwas. Da macht das eben nicht so viel aus, wenn ich mich für eine Millisekunde nicht bewegen kann. Außerdem habe ich hier meinen Ping auf F und nicht auf der mittleren Maustaste. Das ist bei mir einfach eine Geschmackssache. Und dafür ist auf der mittleren Maustaste bei mir aber der Feuermodus Wechsel. Und das ist ein Ding, das habe ich mir durch Shooter angewöhnt. Das bringt euch überhaupt nichts in Apex Legends. Es gibt gefühlt zwei Waffen mit unterschiedlichen Feuermodus. Ich habe es nur mit reingenommen, weil ansonsten mein Steuerungsautismus wieder kickt. Ich habe meine Steuerung so, wie ich sie will, ja? Ob du hier bist und nicht! Da wir ja die Alt-Taste jetzt mit dem Nahkampf belegt haben, müssen wir irgendwo noch mit den Überlebensobjekten, also dem mobilen respawnenden Dingsbums oder dem Hitzeschild oder sowas, müssen wir natürlich auch irgendwo hin. Das habe ich bei mir auf Z gelegt. Könnt ihr legen, wie ihr möchtet. Okay, und dann kommen wir auch schon zum ersten Gameplay-Tipp. Ich sehe immer noch Spieler, die auf den Boden gucken, wenn sie rumlaufen. Das ist bei Apex Legends zum Glück nicht ganz so wichtig, aber normalerweise ist es ein Shooter-Standard, dass man das Fadenkreuz eigentlich auf Augenhöhe von den Spielern hält. Also quasi nicht auf den Boden gucken und laufen, sondern das Fadenkreuz bereithalten. Das wird besonders wichtig im Kampf, weil da steht jetzt ein Fake-Gegner, ne? Und stellt euch vor, ich gucke hier auf den Boden, guck so rum, sehe den und muss dann erstmal zielen. In der Zeit kann es sein, dass der mir schon 20 Kugeln in den Arsch, alles in den Nacken. Wenn ich aber das Fadenkreuz bereits auf meiner perfekten Höhe habe, brauche ich bloß minimal, wenn überhaupt, justieren und kann direkt, jetzt habe ich daneben gewollt, nochmal, brauche ich nur minimal justieren und bin direkt auf dem Kopf. Allerdings, wie schon erwähnt, ist es nicht ganz so wichtig, wie zum Beispiel bei CSGO oder sowas nochmal viel aimlastiger ist. Genau, und jetzt gehen wir nochmal ins Steuerungsmenü. Reden wir mal über Low DPI. DPI ist ein weiteres Fachwort, was ich gelernt habe. Da gibt es einen komplizierten Namen hinter, den könnt ihr googeln, wenn ihr möchtet. Jedenfalls hat sich aus der Pro-E-Sport-Szene ergeben, dass die meisten professionellen Shooter-Spieler mit Low DPI spielen, also mit einer niedrigen Mausempfindlichkeit. Mit einer niedrigeren Mausgeschwindigkeit steigt eure Präzision. Wie tief die Zahl jetzt genau ist, ist natürlich Geschmacksfrage. Ich habe das bei mir so gemacht, wenn ihr auf euer Mauspad guckt und die Maus in die Mitte legt
und ich quasi nach rechts streife, dass ich dann genau 360 Grad rumkomme. Aber ich habe ein riesen Mauspad. Ich habe so ein Tischmauspad, so ein fettes. Als ich so noch mit kleineren Mauspads gespielt habe, da habe ich immer darauf geachtet, dass ich so mindestens um 180 Grad rumkomme. Bei manchen sogar auch nochmal um 360, je nachdem, wie groß das Ding war. Das müsst ihr für euch wissen. Es ist nur wichtig, dass ihr nicht rumtwistet wie so ein Wirbelsturm. Okay, Freunde, kommen wir zum Gameplay-Part. Ich habe mir hier mal eine Stelle vom Aimbrot ausgesucht, an der man das sehr gut sehen kann. Es gibt so eine Art goldene Regel bei Apex Legends und die besagt, man spielt immer im Team. Das bedeutet erstens, dass ihr keinen habt, der vorrennt, weil wenn einer vorrennt und auf einen Squad trifft, ist das eine 3-1 Situation, wo der eine alleine natürlich verliert. Zweitens aber auch, dass nicht einfach drauf losgeballert wird. Gerade Scharfschützen oder sowas. Scharfschützen hört man in dem Spiel bis nach Polen. Ihr verratet eure Position und geht sofort in den Fight, sobald auch nur einer schießt. Darum ist es wichtig, nicht erst einfach reinzuknallen wie blöde, sondern schön im Team vorzugehen, zusammen anfangen, warten bis alle aufgestellt sind, den ganzen Kram. Niemand verlässt die Gruppe, es wird erst geschossen, wenn alle bereit sind. Das sehen wir bei dem Engage hier sehr gut. Oh, hier sind Gegner. Oh, ich komme. Okay, ich bin tot. Also, ihr habt's gesehen. Was ist hier passiert? Das war wirklich ein bisschen Pech. Aber hier war wirklich genau diese Situation, wo jemand zu weit vorgerannt ist, ins Squad gerannt ist und dadurch aus Versehen das gesamte Squad gearscht hat. Spielt im Team, wartet bis alle da sind, ansonsten enden auch die Pro-Spieler so. Ist jetzt auch genug davon, machen wir weiter mit den Tiefenmechanics. Grundsätzlich ist es bei Waffen scheißegal, ob ihr aus der Hüfte schießt oder anvisiert. 18. 18. Allerdings gibt es zwei Waffen, bei denen gilt das nicht. Das erste ist die Mastiff. Die macht aus der Hüfte 66 und anvisiert 88. Also sie macht einen kleinen Ticken mehr Schaden. Vor allem merkt man das allerdings bei kritischen Treffern. Da macht die Mastiff aus der Hüfte 72 und anvisiert 100. Also Mastiff müsst ihr euch merken, anvisiert macht die mehr Schaden als aus der Hüfte. Die andere Waffe ist der 30-30 Repetierer. Das ist ein richtiger Haufen Blech, passt mal auf. Also der macht auf dem Körper 42, anvisiert auf dem Körper 57, ist schon ein Ticken mehr. Headern aus der Hüfte um die 70 und anvisiert Headern 99, also knappe 100. Der 30-30 Repetierer lebt also von kritischen Treffern, heißt von Headshots. Auf dem Körper und aus der Hüfte ist die komplett kacke, aber wenn ihr anvisiert und die Köpfe trefft, dann ist der Schaden schon ordentlich. Übrigens machen in Apex Legends die Waffen alle auf Distanz denselben Schaden. Ist nicht wie bei Battlefield, wo die Kugeln dann irgendwann an Damage verlieren, wenn ich von nah drauf bolze 99 und jetzt ein Stück weggehe 99. Und das ist hier bei allen Waffen so. Also Distanz ändert hier nichts am Schaden. Das nächste Ding, worüber ich mit euch reden möchte, sind die Evo-Schilde. In Apex Legends gibt es zwei Arten von Schilden. Es gibt den ganz normalen Körperschild. Das ist ein scheiß normaler Schild. Den gibt es in unterschiedlichen Seltenheitsgraden. Habt ihr ja schon gesehen, je seltener, desto besser, ne? Und es gibt noch diese leuchtenden Dinger hier. Die Evo-Schilde. Die erkennt ihr an dieser leuchtenden Aura hier außenrum. Was ist der Unterschied zwischen einem Körperschild und einem Evo-Schild? Dazu haben wir jetzt einfach mal eins angezogen. Und ihr seht hier links unten in der Ecke, ich kann euch das leider nicht mit dem Mauszeiger zeigen. Ihr seht hier links unten in der Ecke, wo meine Legende angezeigt wird, seht ihr darüber Evo Upgrade in blau, ne? Also in dem Seltenheitsgrad. Und da steht 300. Je mehr Schaden ihr an euren Gegnern verteilt, desto mehr Punkte kriegt ihr für euer Evo Upgrade. Also das Schild sammelt quasi Punkte dafür, dass ihr Gegner trifft. Wenn ihr genug Schaden verteilt habt, upgradet sich euer Schild automatisch auf die nächste Seltenheit. Noch zwei Sachen für die Schönheit. Auf 3 könnt ihr eure Waffe wegstecken und dann sprintet ihr schneller. Und ihr habt neben dem normalen Nahkampfangriff auch einen Luftkick. Der verteilt genauso viel Schaden. Hier, 30, hops, 30. Einfach springen und Nahkampftaste drücken. Okay, kommen wir als nächstes zur cringigen Gesangseinlage. Ist mir doch egal, dass das nicht passt. Mein Kanal, meine Regeln. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit. Folge deinem Traum von Gerechtigkeit. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Aufnahmetag 2. Spielen wir mal ein bisschen. Also grundsätzlich ist es egal, was für eine Legende ihr nehmt. Ich meine, klar, es gibt welche, die sind besser und welche, die sind schlechter. Aber darauf kommt es gar nicht mal so an. Es geht eher darum, ob ihr vernünftig mit eurer Legende spielen könnt und wie eure Team-Synergy ist und wie viel Map-Knowledge ihr habt und den ganzen Kram. Ich denke, für den Anfang ist Bloodhound aber eigentlich ganz gut. Wir droppen hier und es sind keine Gegner. Alles klar. Start ist schon mal gesaved. Unten rein gucken, was hier so liegt. Die Mosambik, ja, das ist ganz gut. Und da geht's eben auch schon los, wenn ihr auf der Map guckt, wo ihr droppen wollt. Die Gebiete haben alle unterschiedlich wertvollen Loot. Also ihr wisst schon, grau, blau, lila. Das wird von Runde zu Runde neu generiert. Ihr braucht euch das also nicht merken. Es steht dann irgendwo oben mit, wo der Name angezeigt wird, was für Loot ihr da findet.
Hals. Maul. Deine Mutter. Also, wir sind schon im Ring. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Wo war die blaue Rüstung? Scheiße, ich bin lost. Also, wir spielen mit einem Octane und einer Valkyrie, heißt die, glaube ich. Eine Devotion. Oh, da sehe ich mich aber. Genau, jetzt habe ich hier einen Ultimativbeschleuniger. Darf ich reden? Hallo? Jetzt habe ich hier einen Ultimativbeschleuniger eingesammelt. Ich weiß, dass ich am Anfang auch damit Probleme hatte. Die sind ganz einfach. Die sammelt ihr auf und dann klickt ihr da drauf. Und dann wird eure Ulti aufgeladen. Da, 87% und meine Ulti ist gut. Oh, Spitfire. Dann machen wir das, dann nehme ich die Spitfire und den Alternator mit, auch wenn der Alternator nicht so gut ist. Schrotze, nö, fühle ich nicht. Genau, und ihr könnt alles pingen. Das ist auch wichtig, damit stressen die hier die ganze Zeit rum. Ihr könnt, wenn ihr auf ein Item guckt und einfach die Ping-Taste drückt. Ich habe hier ein erweitertes Energiemagazin gefunden. Stufe 2. Dann wird das euren Teammates angesagt. Und das... Ich brauche einen Rucksack. Ihr könnt alles pingen. Waffen. Hier ist dein Devotion. Munition. Hier sind Schrottpatronen. Ihr könnt sogar ins Inventar gehen und da alles pingen. Ich will schwere Munition. Und auch Rüstung und so. Beschafft mir ein Körperschild. Und wenn ihr auf eure Waffe geht und pingt, fordert ihr dafür Munition an. Ich will schwere Munition. Außerdem ab und zu zwischendurch mal aufräumen, was ihr alles braucht und was nicht. Ich bin bereit für die Rasur. Ich komme, Bruder. Bin auf dem Weg. Seltene Waffenteile solltet ihr immer pingen, ne? Also hier. Hier ist deine Optik. Für Mitteldistanzen. Scheiße, ich bin zurückgeblieben. Mädels, wartet. Auf entspannt. Ich komme. Oh, eine Hemlock. Ehre. Ganz entspannt, Jungs. Ich bin auf dem Weg. Abflug. Junge, bleib doch mal ruhig. Rein! Ulti! Und jetzt wird geballert! Die bummt sich! Sind die schon fertig? Wo? Mädels pinkt! Ich komm nicht hoch! Struggle of my life! Ich komme! Wo ist der? Ach, das war's schon! Okay, da war ich wieder zu spät. Ja, tut mir leid. Boah, Alter! Das Equip. Uff, ey, die waren ja reich. Junge, ich fühle mich auch nur ein bisschen schlecht, weil ich gepennt habe. Ich bin ehrlich. So, ich habe Bock auf Stress. Mädels, wie sieht's aus? Wir tauschen jetzt unsere MP gegen die Volt MP ein, weil ich die Volt ein bisschen besser finde, ehrlich gesagt. Ja, dann können wir eigentlich auch nochmal shoppen gehen. Eigentlich haben wir die Zeit, ne? Das hier ist nicht schlecht, genau. Scheiß auf Granaten. Wo bist du? Ultimativbeschleuniger. Die sind nämlich echt nützlich. Scheiße, ich habe für meine Volt gerade mal 40 Schuss. Wie bist du dahinter ge... LOL, ich dachte, Digga, wir gehen hier auf geschmeidig vor. Bleib doch mal entspannt. Rucksack. Ehre. Jetzt bräuchte ich noch einen vernünftigen Helm. Der will mit dem Ding rumballern. Yo. Wo ist Nummer 3? Digga. Der hat... LOL, okay. Der hat disconnected. Alter, wir sind schon in der zweiten Runde. 5 verbleibende Squads. Wow, die haben sich ganz schön weggebolzt. 4 Squads verbleibend. Okay. Das könnte sogar, da könnten wir es sogar ins Finale schaffen, obwohl ich nichts getan habe. Das kann ich auch nochmal zeigen. Das ist ein Hitzeschild, das führe ich jetzt vor. Ich habe das auf Z gelegt, ihr habt das wahrscheinlich auf links alt. Das könnt ihr auswählen und dann schmeißen. Und dieses Schild hier drin schützt euch vor Zonenschaden, der da hinten kommt. Aber meine Mates wollen lieben, also mein einer Mate will lieben. Sonst hätte ich euch das nochmal richtig gezeigt, aber da können wir jetzt nicht drauf warten. Wo? Was los, Bruder? Okay, engage. Jetzt geht's ab. Ulti? Prof. Okay, das hat nichts gebracht. Wir brauchen Deckung. Das ist lost. Wo ist mein Mate? Du bist rausgegangen? Du kleiner Asi, Junge. Der hat mich alleine fighten lassen. Was ist das für ein Arsch? Ich habe gerade mit der falschen Waffe geschossen. Moment. Okay, 3 Squads noch. Er geht immer wieder raus. Alles klar. Warum kommst du nicht mit fighten, Bruder? Wenn wir reingehen, gehen wir rein. Sonst bin ich da ganz alleine. Ja, dann gehen wir da lang. Aber dann backstabben die uns des Todes. Dann sind wir einfach gebumst. Wir müssen dahin. Das sind die letzten. Willst du mich verarschen? Das ist eine lila Rüstung. Die hole ich mir. Also, ich habe jetzt ein bisschen Damage gemacht, aber mich nicht aufgeladen. Ups.
Kann ich meine Q schon reinballern? Dann tue ich so, als ob ich rankommen würde. Laufen. Laufen. Das war richtig schlecht. Die sind hier vorne. Die haben zu dritt engaged. Die haben das gemacht, was wir hätten machen sollen. Geil. Ach, die hatten Goldrüstung. Ja, gut. Aber jetzt habt ihr es so nochmal gesehen. Mein Mate ist immer wieder rausgegangen, während ich vorne stand allein. Am Ende hatten wir einfach ein bisschen Pech, dass die quasi gecounterpusht haben oder so. Die hatten auch ein bisschen mehr Equipment. Das war schon keine schlechte Runde, ja, kann man schon sagen. Genau, hier seht ihr das Hitzeschild nochmal. Macht er nicht schlecht, ohne Scheiß. Octane, zeig, was du kannst. Sprungkissen, okay. Er schafft's. Lol. Lol. Es sind immer noch 3 Squads, ne? Also, es sind immer noch, von denen, die sich da beballern, sind immer noch haufenweise über. Er hat noch 18 Sekunden, um mich zu bergen. Nicht ballern. Du hast den MP. Uff. Der hatte noch Rüstung. Das ist ein Dreier. Das ist ein Dreier. Warum? Ach, die beknallen sich noch. Achso. Jetzt erstmal looten. Ja, na klar. Ja, mitten im Fight. Warum auch nicht? Der Mate hat sich jetzt bestimmt wieder hochgeheilt mit allem. Ja. Octane, das ist eine Mastiff. Du musst anvisieren. Spiel! Mann, Junge, du bist im Vorteil. Er visiert auf der Mastiff nicht an. Wie haben wir das gewonnen? Warum hat das geklappt? Das waren alle Grundsatzfehler, bei denen ich erzählt habe, dass man sowas nicht macht. Wir haben uns gesplittet, immer wieder. Er hat mich anvisiert mit einer fucking Mastiff. Ich deinstalliere. Alter, das war der unverdienteste Win meines Lebens. Das hätte nicht passieren dürfen. Platz 1 Squad war die ganze Zeit tot, hab nichts gemacht, nur rumgegammelt. Ich lasse das trotzdem für die Aufnahme. Geil. Schönes Ding. War das nicht ein tolles Video? Ist das nicht Content, der ein Abo wert ist? Und das von einem eigentlichen Dead by Daylight YouTuber? Im Ernst, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Kommentare unterstützen den Algorithmus übrigens wirklich. Wenn euch meine Inhalte gefallen, gibt's hier noch mehr, was ihr euch angucken könnt. Da kommt hier noch ein Video und eine ganze Playlist voller Kram. Könnt ihr mal draufdrücken, das gefällt euch vielleicht. Meine Uploadzeiten sind jeden Sonntag früh um 8. Ich wünsche euch noch was. Grüßt eure Mütter von mir. In dem Sinne.